Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2 Minerva's Den Part 14. Tja, Finger, das war's dann wohl. Ryans Geheimpolizei ist unterwegs. Sie haben irgendwelche Beweise gegen mich konstruiert. Verrat, sagen sie. Ich habe gehört, was mit Leuten passiert, die verschwinden. Sie kommen als einer von diesen Metall-Daddys zurück. Keine Erinnerungen mehr, gar nichts. Ich hinterlasse dir was, worüber du grübeln kannst, während ich weg bin. Die härteste Nuss, die ich dir je zu knacken gab. Input, das Protokoll zum Verlassen, Raptures. Finde einen Weg, wie du aus dieser Stadt hinauskommst, Finker. Du musst weiterleben, egal was mit mir geschieht. Du wirst einen Weg finden. Okay. Ach du Scheiße. Du bist im Kern des Thinkers. Der Code Printer ist oben im Kontrollraum. Nur Top-Leute haben Zutritt. Du musst deine genetische Identität nachweisen, um den Printing-Prozess zu starten. Gut, aber ich hack erstmal das ganze Zeug hier. Wäre ich vermutlich stark, dass man das nachher brauchen wird. Ach du Scheiße. Okay, gut. Gut, gibt's hier noch irgendwas zum Hacken? Das ist ziemlich sehr wichtig dann. Weil nachher brauchen wir das, denke ich mal schon. Ich hoffe, ich muss gleich mal gucken, wo es Heilung gibt, dann weiß ich das. Okay, hier gibt's keiner, gibt's da hinten. Okay, alles klar. Hier ist nichts, oder? Ah, doch eine Heilstation, sehr gut. Shit. Nee. So ist nämlich leichter, oder? Ja, toll. Extrem leichter. Ist genau gleich. Ja, egal. Gut. Drücken wir mal den Hebel. Drücken wir mal den Hebel. Ich meine, dann ziehen wir mal den Hebel. Heilige Scheiße. Porter, du hast mich gezwungen zu handeln. Der Finker ist abgeschaltet. Es bleiben nur zwei Variablen. Du und ich. Die Gleichung endet hier. Ja, wenn du meinst. Also ich habe nichts dagegen. Höre, Sigma, hier spricht Dr. Tenenbaum. Ohne den Computer funktioniert in Minerva Stan rein gar nichts. Kein Druckausgleich, keine Luftversorgung. Du musst Wall besiegen und den Thinker wieder auf volle Leistung bringen. Oh, Scheiße. Bringen. Oh! Oh! Okay, der ist tot. Oh. Krieg! Wir schwuchteln! Au! Au! Oh! Okay, schnell auslöschen, den müssen wir auslöschen. Da! Okay, warte, ich heil mich schnell, ich heil mich schnell heilen. Okay, gut. Nein! Okay, Panzer Sound! Aua. Ich glaube, dem hackt's. Ah, die Station ist kaputt! Okay, Panik. Wieder ist tot, oder? Oh ne. Jetzt ist er tot. Deine Stunde ist gekommen, alter Freund. Ich stehe vor.
dir. Der vertraute Partner, der dir den Dolch in den Rücken gestoßen hat. Enttäusche mich nicht. Wo bist du? Oder was bist du auch? Oh ne. Ich brauche ein anderes Plasmid. Ja, das scheint gut zu sein. Okay, ach du Scheiße, geht ja ab wie Schnitzel, ey. Ich brauche mal schnell Heilung. Wenn es nichts ausmacht, au, au, au. Ha. Jetzt kann ich kaum Sound. Alter! Die killt mich! Okay, ich muss weg, ich renn mal weg. Au. Komm schon. Alter, was soll das Scheiß, ey? Ich warte, bis die kleine Roboter hier hochkommt. Komm her! Zack, zum Schluss mit Harpune, komm! Ja! Schnell, nimm als Leiche die Administratorenlochkarte ab und reaktiviere den Thinker. Okay, ich glaube, das muss ziemlich schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Das Ding explodiert, Mann! Schnell! Identität bestätigt. Alpha Serie, Subject Sigma. Frühere Identität Charge Milton Porter. Willst du mich verarschen? Willkommen, Milton. Sie sehen jetzt, warum ich die Maschine für Sie sprechen ließ, Mr. Porter. Wir brauchten eine vertraute Stimme. Eine beruhigende, ihre eigene. Mit dieser Kopie des Programmcodes des Thinkers können wir an die Oberfläche und sie wieder zu dem Menschen machen, der sie einmal waren. Bitte, besorgen Sie sich den Printout. Wir treffen uns beim Dock Ihrer Tauchkugel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Porter. Ich warte auf Sie. Hm. Ach, also ich bin die ganze Zeit dieser Typ gewesen, womit mir die ganze Zeit geredet hat. Also ich war der Typ die ganze Zeit. Ja, das ist schon ziemlich hart, würde ich mal sagen. Wenn man das dann selber erfährt, also wenn man es jetzt sich vorstellt, man ist so ein Big Daddy und hat er alle killt und was weiß ich. Und dann kommt raus, dass man die ganze Zeit der Typ war, der die ganze Zeit die Tipps gegeben hat. Ja, schon ein bisschen komisch. Aber der Endkampf war geil. Und zack, nach unten. Wo sind wir hier? Tagebuch. Ich habe den Thinker lange genug mit Audioaufnahmen und persönlichen Anekdoten gefüttert. Jetzt kann ich die Persönlichkeitsduplizierungsfunktion testen. Zielpersönlichkeit, Pearl Porter. Bist du bereit, Thinker? Ja, Milton. Starte Test. Hallo? Pearl. Hallo. Hallo, Milton. Ist es dir ergangen? Ganz wunderbar, Milton. Aber du hast mir gefehlt. Es ist lange her. Pearl, ich... Nein.
Nein, das ist nicht richtig. Das ist sie nicht. Finker, Test stoppen. Aber was hast du denn, Milton? Liebst du mich denn nicht mehr? Oh Gott, ich sagte, Funktion beenden. Finker, sofort, es ist vorbei. Oi. Klavier. Hey, cool, das kann man benutzen. Toll, da passiert gar nichts. Toll. Oh, wo geht's da lang? Ah. Also ich meine, alles ein Download-Inhalt, ey. Das ist unglaublich, ehrlich. Oh, das ist eine Höhle. Oh, was ist hier? Ah, die scheint noch ganz normal auf der Erde gestorben sein, also halt an Land sozusagen. Also die ist nicht hier in Raptor gestorben. Rapture. Ich sagte, ich sei schon Raptor, nur weil ich mit dem die ganze Zeit Little Big Planet gespielt habe. Oh, sehr viel Geld. Ja, was ist das? Naja, irgendwelche Zettel. Oh, da lang. Der Thinker hat sie niemals aufgegeben, Mr. Porter. Er konnte sie nicht zurücklassen. Bitte, treten Sie an die Konsole und beginnen Sie mit der Startsequenz der Tauchkugel. Es wartet viel Arbeit auf uns. Alles klar, Chefin. Sie sind der Boss. Ich muss noch mal einmal zurückgucken. Okay. Was hat die denn alles so mitgenommen? Ja, alles, was man so braucht. Ab nach oben. Gut, und was ist jetzt? Jetzt kommt wahrscheinlich die Endsequenz. Ich habe den Blitzkrieg überlebt, Pearl. Und den Fall Raptures. Man nahm mir meine Erinnerung, meine Stimme. Alles, was mich zu einem Menschen machte. Aber nichts hat mich je so geängstigt wie unser Abschied. Ich wollte dich retten. Ich musste versuchen, dich zurückzubringen auf dem einzigen Weg, den ich kannte. Aber du wolltest nicht. Das weiß ich jetzt. Und ich glaube, ich bin jetzt endlich bereit, dich loszulassen. Hier stehe ich. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und fast kann ich es körperlich spüren, wie du lächelst. Leb wohl, Pearl. Ich liebe dich mehr, als ich dir sagen kann. Milton. Unglaublich. Das Ende war unglaublich, ehrlich. Okay, jetzt kommt der Abspann. Mein drittes Let's Play ist hiermit beendet, ey. Okay. Also, was ich zu dem Spiel sagen kann, ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es kostet im PlayStation Store. Ich glaube, es kostet 9,99 €. Und für so einen Download-Inhalt, das Geld ist, das ist hundertprozentig sein Geld wert.
Also, ich kann es nur zu 100% empfehlen. Es ist unglaublich. Es ist genau wie Bioshock 2, also die richtige Story. Das war jetzt der Abspann schon, oder was? Das war aber ein sehr schneller Abspann. Naja, egal. Ja, okay, das hat auf jeden Fall unglaublich Spaß gemacht, das ganze Hacken und die Splice abknallen und alles auszunehmen, auszubeuten. Die Little Sisters zu retten und zum Sammeln zu lassen. Eine große Waffenauswahl am Market. Das fand ich auch sehr schön. Man hat eigentlich so gut wie alles machen können. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man nicht rennen konnte. Aber dann hat man schon alles richtig mitgekriegt. Das ist ja relativ egal. Ja, dann kann ich euch noch schnell die Trophäe zeigen, was es gibt in Bioshock Minervas. Denn so, hier ist Bioshock, okay. Ja, ich habe keine Platine. Ich habe es auch nicht wirklich vor zu holen, weil ich muss noch online Rang 30 und 40 werden. Ja. Gut, die Trophäe vom Download-Inhalt sind immer meistens ganz unten. Die sind eigentlich fast immer ganz unten hier. Also erreiche die operative Abteilung von Rapture Central Computing. Also das sind jetzt die ganzen kleinen Kapitel sozusagen. 3 Silber und 5 Bronze. Okay. Ja. Was kann man sonst noch sagen? Eigentlich nicht viel. Das Ende war sowieso das epischste Ende, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt mehrere Ende gibt. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ihr könnt es euch ja selber holen und nachschauen. Oder einfach im Internet gucken. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Kauft es euch. Ich glaube, das gibt es sogar gerade so ein, da gibt es sogar gerade so ein Premium-Paket oder sowas im PlayStation Store. Da ist das irgendwie, alle Download-Inhalte von Bioshock 2 sind billiger oder irgendwie zusammen 9,99 € oder sowas. Und ich meine, da ist ja alles dabei, auch die Protektorprüfung und so. Naja, okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in ein paar nächste Let's Plays von Little Big Planet, denke ich mal, ein paar Levels. So zwischendurch kommen wahrscheinlich auch mal ein paar Uncharted 3 Videos und allgemein andere Videos. Ja, es tut mir jetzt leid, dass ich den Part jetzt erst nach 5 Tagen oder so hochgeladen habe. Aber, also hochladen wird, oder hochgeladen habe, ihr guckt es ja gerade an. Naja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Also bis dann, ich hoffe euch hat's gefallen, also bis dann, ciao.